In diesem Video tun wir so, als hätte jedes Bundesland eine eigene Nationalmannschaft und lassen die gegeneinander antreten. Servus oder so und herzlich willkommen zu einem neuen, richtig geilen Karrieremodus-Experiment. Denn wir lassen heute in FIFA 22 die 16 Bundesländer gegeneinander antreten. Ich habe dafür ordentlich recherchiert, um halt herauszufinden, welcher Spieler in welchem Bundesland geboren wurde. Mir eine Liga mit 16 Teams rausgesucht. Da passt die rumänische Liga richtig gut. Ursprünglich habe ich die Idee aus den Kommentaren unter meinem letzten Video raus. Danke Finn Weiser. Das Geile ist, dass der auch schon direkt ein paar Vorlagen für mich erstellt hat. Die habe ich übernommen, habe dann zusätzlich noch ein bisschen rumgesucht und bin dann eben bei diesen Teams hier gelandet. Wir gehen die jetzt mal alle gemeinsam durch. Währenddessen lasst ihr einen Daumen da auf dem Video. Würde mich sehr freuen, wenn ihr meine Mühen da ein bisschen supporten könntet. Dann wird das Video auch mehr Leuten angezeigt. Losgelegt wird hier mit, ihr habt richtig geraten, dem Bundesland Bayern. Ich bin die einfach nach der Fläche durchgegangen. Akademiker, der erste Verein ist also Bayern, die gar nicht mal so stark sind, muss man sagen. Thomas Müller natürlich, Kevin Volland, aber das war's auch schon mit den 80-Plus-Spielern. Wobei Mario Götze auf der Bank, darf man nicht vergessen. Adeyemi haben wir hier noch und generell ziemlich viele Spieler. Das ist bei weitem nicht bei jedem Bundesland so. Teilweise musste ich da noch ein bisschen auffüllen, aber das sehen wir gleich. Machen weiter mit Niedersachsen. Die haben André Hahn und Füllkrug im Sturm, sind aber schon ein Ticken schlechter als Bayern, so von den Spielern her. Und ich meine natürlich nicht den FC Bayern, sondern das Bundesland Bayern. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare reinschreiben, aus welchem Bundesland ihr so kommt. Oder gerne Kommentare in die Richtung nach oben voten. Dann finden wir vielleicht raus, aus welchem Bundesland die meisten Zuschauer von mir sind. Wichtig ist natürlich noch, das muss ich dazu sagen, es kann schon sein, dass hier und da ein Spieler fehlt oder dass vielleicht ein oder zwei Leute falsch zugewiesen sind. Ich glaube nicht, also ich habe schon echt gut aufgepasst, aber ich kann hier keine 100%ige Korrektheit versprechen. Aktuell seht ihr jetzt die Mannschaft von Baden-Württemberg und die ist schon richtig, richtig heftig. Leider spielt Sami Khedira nicht mehr, der wäre hier natürlich auch dabei. Ulreich haben sie noch als Keeper, aber die haben einfach Leno und Baumann. Da ist nur NRW besser. Die eskalieren komplett im Tor, aber das seht ihr ja dann gleich. Aber Baden-Württemberg definitiv ein Titelkandidat. Denn wir werden ja dann gleich noch die rumänische Liga sich ausspielen lassen. Ist ja klar, um herauszufinden, wer da so das beste Bundesland ist. Und ich habe gerade über Nordrhein-Westfalen gesprochen und da sind sie auch schon. Die sind einfach nur komplett brutal. Haben da eine richtige Weltklasse-Mannschaft zusammen. Goretzka, Gündogan, Matip, Hummels, Klostermann, Da Costa ist so die Schwachstelle. Aber dann gebt euch noch die Bank dazu. Ter Stegen auf der Bank, weil Neuer natürlich zwischen den Pfosten steht. Dann Vogt, Max, Demir bei, Wirtz auf der Bank, Reus mit einer 85, Draxler und selbst die Reservespieler. Da können andere Bundesländer nur davon träumen. Also NRW hat natürlich auch die höchste Bevölkerungsdichte und dementsprechend eine absolut brutale Mannschaft. Es ist hier quasi so, als hätte jedes Bundesland seine eigene Nationalmannschaft. Das hier wäre dann die Nationalmannschaft von Brandenburg und die ist schon viel, viel schlechter im Vergleich zu NRW. Eine der schlechtesten, würde ich fast sagen. Und hier sieht man es jetzt auch zum ersten Mal. Ich musste halt so ein bisschen auffüllen mit irgendwelchen schlechteren Spielern. Aber die sind dann immer schlechter als die Spieler aus dem Bundesland. Und natürlich besteht die Startelf dann auch nur aus Leuten von denen. Nach Brandenburg kommt Mecklenburg-Vorpommern. Mit Abstand der beste Spieler ist da Toni Kroos. 88er Gesamtstärke. Der nächstbeste ist der Keeper Müller. Und der hat gerade mal eine 71. Man muss auch sagen, dass die überhaupt keine Auswechselspieler haben. Nur halt zwei Ersatzkeeper. Und das war's dann auch schon. Hessen dagegen ist da schon wieder deutlich besser. Mit Kittel, Burkhardt, Chandler, Emre Can, Rode, Soriano. Also es müssen auch nicht immer Deutsche sein. Natürlich eher ein Italiener. Es geht ja darum, wo die geboren sind. Niklas Süle sehr, sehr gut. Ortega im Tor. Generell so Torhüter, das war immer das Allereinfachste. Da hat eigentlich jedes Bundesland zumindest einen halbwegs ordentlichen. Und generell Hessen, muss man sagen, sind schon echt ziemlich gut. Ja, Sachsen-Anhalt ist da wieder eine ganz andere Geschichte. Bester Spieler Nils Petersen, aber zumindest bekommen wir eine ganze Elf zusammen. Sommer als Rechtsverteidiger, bin hier auf eine Fünferkette gegangen. Schmelzer, einer der besseren Spieler mit seinen 34 Jahren. Und auf der Bank ist halt dann nur noch Kastenhofer und ich glaube Girth hier oder Giert oder keine Ahnung, wie man den ausspricht. Die werden mit Sicherheit ihre Probleme bekommen. Die Geografie-Experten wissen, dass als nächstes Rheinland-Pfalz
Pfalz kommt. Mit S-Wein, mit Lars Stindl, Serdar, Kor, Baku, Willi Orban in der Innenverteidigung. Auch echt viele gute Spieler auf der Bank. Auch die Reserve lässt sich definitiv sehen. FCU Craiova ist Sachsen. Bei denen der beste Spieler ganz klar Maxi Arnold. Auf der 2. Duo Kai Fährmann im Tor ist ganz ordentlich. Toro Nariga darf man nicht vergessen. Die haben jetzt keine so gute Mannschaft, aber dafür haben sie immerhin viele Spieler, wo ich auch immer sehr froh drüber war bei der Erstellung, weil da muss ich da nicht immer extra auffüllen. Voluntari ist Thüringen, keine Sorge. Ich werde am Ende dann nochmal genau durchgehen, welches Bundesland jetzt wer ist, damit ihr euch das halbwegs merken kann. Ich habe links auch die ganze Zeit die Liste offen, weil sonst würde ich da mit Sicherheit irgendwann durcheinander kommen. 5 Bundesländer bleiben jetzt noch. Max Kruse kommt tatsächlich aus Schleswig-Holstein. Da ist er geboren. Ich weiß die Städte jetzt leider nicht bei jedem Spieler auswendig, müsste ich nachschauen. Das ist definitiv wieder eines der schlechteren Teams. Aber es hängt nicht nur von der Fläche ab, ne? Es hängt vor allem so davon ab, wie viele Leute in dem Bundesland leben. Und da nehme ich jetzt nicht Bezug auf das Saarland. Die sind auch wieder jetzt nicht so richtig gut, wobei Kevin Trapp könnte die Orten nicht durchcarryen. Nee, mir geht's vor allem um Sepsi, aka Berlin. Denn die haben schon teilweise wieder richtig gute Leute. Vor allem die Innenverteidigung mit Boateng und Rüdiger. Bellarabi kommt daher, Mukta im Sturm, Philipp im linken Mittelfeld. Ich musste da teilweise ein bisschen tricksen mit den Positionen, weil die Bundesländer sind natürlich nicht darauf ausgelegt, eine gute Elf zu formen von den Positionen her. Ey, aber allein die Anzahl der Berliner Spieler, ne, die es in FIFA gibt, das ist richtig, richtig ordentlich. Vorletztes Bundesland ist Hamburg. Ihr wisst, was das letzte sein wird. Wagnermann, der nur noch 79 Potenzial hat, ist hier mit dabei. Der war mal so ein krankes Talent im Karrieremodus, ne? Aber man wartet aktuell so ein bisschen vergeblich auf die nächsten Entwicklungsschritte bei ihm. Kommen wir zum letzten Bundesland, wie gesagt, und das ist Bremen. Die sind schon wieder vergleichsweise nicht ganz so gut. Holtmann ist der zweitbeste Spieler. Der beste ist Julian Brandt mit Abstand 82er Gesamtstärke. Der muss die ordentlich pushen, ansonsten wird das nichts. Also gerade diese Abwehr, ne? Es wird mich wundern, wenn die nicht irgendwo am unteren Ende der Tabelle landen würden. Dann starten wir jetzt so richtig rein. Das ultimative Duell der Bundesländer in FIFA. Und dafür starten wir keine neue Karriere, denn dann könnten die Vereine ja irgendwelche Transfers tätigen, was das Ergebnis verfälschen würde. Nein, stattdessen lösen wir das über den Turniermodus. Gehen dafür hier einfach nach Rumänien in die Liga 1. Damit es fair bleibt, muss ich jetzt jeden einzelnen Verein auswählen. Aber das Gute ist, dann kann der automatische Trainer auch keine anderen Spieler einsetzen. Da werden die Mannschaften aufgestellt, die ich euch vorhin gezeigt habe. Nachteil ist, dass ich jedes Spiel selbst simulieren muss. Oder ich glaube, ich mache es doch anders. Ich hatte jetzt eigentlich vor, die halt die Liga ausspielen zu lassen. Aber ich habe mal so nachgerechnet, wie viele Spiele ich dann hier simulieren müsste. Und weil es 30 Spieltage a 8 Partien sind, wenn das einfach 240 Spiele, dann würde ich ja morgen noch hier sitzen. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch noch viel interessanter, wenn wir das in einem Turnierformat austragen. Also ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare reinschreiben. Aber so ein Gruppen- und K.O.-System mit 16 Teams eignet sich doch eigentlich perfekt für das, was wir hier vorhaben. Dann habe ich hier auch deutlich mehr Einstellungsmöglichkeiten. 2 Teams kommen weiter. Man spielt einmal gegen jedes Gruppenteam, so wie bei der Weltmeisterschaft. Spiele in der K.O.-Phase gibt es auch nur 1. Und dann füge ich hier einfach alle rumänischen Vereine hinzu. Wähle die dann wieder alle aus. Lose die Gruppen zufällig aus. Und dann haben wir hier doch echt ein nices Turnier beisammen, wo wir uns auch wirklich jedes einzelne Spiel gemeinsam anschauen können. Los geht's mit Bayern gegen Hessen. Die sind gemeinsam in einer Gruppe. Und das Duell geht 0-0 aus. Kein Sieger im Eröffnungsspiel des Bundesclashs. Als nächstes Rheinland-Pfalz gegen Baden-Württemberg. Ihr merkt, ich sag die Teams jetzt nicht nochmal alle an, wie vorhin versprochen. Baden-Württemberg ist so brutal gut. Nee, aber ich werde halt jetzt einfach immer extra dazu sagen, wer der jetzt gegeneinander spielt. Das ist, denke ich, auch für euch am einfachsten zu verstehen. Besser, wenn ich es euch vorlese, dann müsst ihr es euch die ganze Zeit merken. Das hier ist Brandenburg gegen Sachsen. Sachsen, würde ich behaupten, ist da der Favorit und Sachsen gewinnt auch mit 1-0. Außerdem sind noch Sachsen-Anhalt und Berlin in der Gruppe. Und die spielen jetzt logischerweise gegeneinander. Links Berlin, rechts Sachsen-Anhalt. Und Sachsen-Anhalt kann sich einfach durchsetzen. Damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Aber wir werden hier mit Sicherheit auch die ein oder andere Überraschung sehen. Wir sind angekommen in Gruppe C. Da ist das Saarland, Schleswig-Holstein, Bremen und Thüringen drin. Ich muss das auch jedes Mal nachschauen. Wenn man dann die Teams sieht, wird es ein bisschen einfacher, so die Namen. Links das Saarland, rechts Bremen mit
ihrem besten Spieler Julian Brandt. Aber der kann hier auch nichts reißen. 2:0 verliert Bremen. Mal sehen, wer sich jetzt bei Thüringen und Schleswig-Holstein durchsetzen kann. Würde ich fast behaupten, ist relativ ausgeglichen. Schleswig-Holstein scheint aber doch stärker zu sein. Jetzt bleibt nur noch eine Gruppe. Das ist Gruppe D. Auch die stelle ich ganz kurz mal vor. Chindia ist Niedersachsen. Arges Mecklenburg-Vorpommern. Mioveni Nordrhein-Westfalen. Möglicherweise der absolute Titelfavorit, würde ich behaupten. Und dann noch Craiova Hamburg. Und wir sehen direkt mal NRW. Die treffen in ihrem ersten Spiel auf Niedersachsen. Die sind jetzt auch nicht verkehrt. Und trotzdem gewinnt NRW mit 4:1. Jetzt so im Nachhinein denke ich mir natürlich, dass ich für Bremen zum Beispiel einfach Werder Bremen mit den Spielern hätte besetzen sollen. Aber ich dachte ja noch, dass ich es in dem Ligenformat durchziehe. Im Karrieremodus halt. Dann hat mir das spontan anders überlegt. Und deshalb ist es jetzt halt so, wie es ist. Sachsen gegen Mecklenburg-Vorpommern. Sachsen setzt sich durch. Und damit sind wir in der zweiten Runde des Turniers angekommen. Jetzt würde ich sagen, beschleunigen wir das Ganze auch ein bisschen. Rheinland-Pfalz verliert 1:2 gegen Bayern. Baden-Württemberg gewinnt mit 2:1 dank Serge Gnabry gegen Hessen. Berlin-Brandenburg 1:1 Nachbarschaftsduell. Nächstes Unentschieden zwischen Sachsen-Anhalt und Hamburg dieses Mal. Thüringen-Saarland 0:1. Boah, ich hoffe wirklich, dass ich da keine Namen durcheinander bringe. Schleswig-Holstein-Bremen nächstes Unentschieden 2:2. Einfach Sachsen gegen Niedersachsen als nächstes. Und Niedersachsen gewinnt mit 2:1. NRW spielt nur 2:2 gegen Mecklenburg-Vorpommern. Das ist auf alle Fälle eine Überraschung. In Gruppe A sehen wir jetzt, dass Rheinland-Pfalz schon safe rausgeflogen ist. Das gleiche gilt für Thüringen in Gruppe C. Gruppe B ist da eine andere Geschichte. Und in Gruppe D muss sich Mecklenburg-Vorpommern ordentlich strecken, um den letzten Platz noch zu verlassen. Das ist jetzt einfach Bayern gegen Baden-Württemberg. Da geht es um den Gruppensieg. Der Verlierer könnte aber durchaus noch rausfliegen. Baden-Württemberg gewinnt mit 1:0. Und jetzt wird es richtig eng für Bayern. Ich meine, ich komme ja selbst aus Bayern. Wird schon hoffen, dass die nicht rausfliegen. Aber wenn Hessen jetzt gewinnt gegen Rheinland-Pfalz, dann könnten die Bayern überholen. Und Hessen gewinnt tatsächlich 2:1. Ich habe jetzt nicht so genau aufs Torverhältnis geachtet. Aber das heißt tatsächlich, dass die Bayern rauswerfen, weil die mehr Tore geschossen haben. 3:3 gegen 2:2. Boah, das ist direkt eine fette Überraschung, würde ich behaupten, dass Bayern hier schon in der Gruppenphase rausfliegt. Brandenburg muss jetzt auf alle Fälle gewinnen gegen Sachsen-Anhalt. Rechne ich aber 0,0 damit. Genau, damit ist Brandenburg raus. Sachsen-Anhalt safe eine Runde weiter. Craiova gegen Sepsi ist Sachsen gegen Berlin. Und für Berlin geht es halt auch ums nackte Überleben. Aber dann sind die scheinbar am stärksten, gewinnen 2:1 und kommen dadurch tatsächlich noch eine Runde weiter, schon wieder aufgrund der mehr erzielten Tore. 4:4 gegen 3:3. Heißt, Sachsen ist leider raus als Dritter. Berlin kommt dafür weiter. Saarland gegen Schleswig-Holstein. Wenn die jetzt unentschieden spielen, dann werden da beide weiter. Aber Schleswig-Holstein gewinnt das Ding klar. 3:1. Die sind dadurch trotzdem beide weiter. Heißt, Bremen und Thüringen, sorry Jungs, hier fliegt beides safe raus, egal wie dieses Spiel jetzt ausgeht. Bremen gewinnt sogar noch mit 3:2. Ändert aber natürlich nichts mehr. Jetzt bleibt nur noch Gruppe D. Mit Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Heißt, hier spielt jetzt Niedersachsen gegen Mecklenburg-Vorpommern. Chindia gegen Argesch. Und Mecklenburg-Vorpommern gewinnt mit 3:1. Kein Tor von Toni Kroos. Aber der war tatsächlich auch nur auf der Bank von Beginn an. Wurde dann später eingewechselt. Nordrhein-Westfalen denke ich jetzt aber, ey, ihr müsst Sachsen einfach schlagen. Und das tun sie jetzt auch. Dank Leroy Sané, der trifft in der 79. Sie drehen das Spiel. Wäre auch komplett verrückt gewesen, wenn die rausgeflogen wären. Heißt, die Gruppenphase ist damit durch. Und wir kommen zur K.O.-Phase. Jetzt wird hier ein Bundesland nach dem anderen rausfliegen. Dynamo ist Sachsen-Anhalt auf der linken Seite. Mecklenburg-Vorpommern dann auf der rechten Seite. Sachsen-Anhalt gegen Mecklenburg-Vorpommern und Mecklenburg-Vorpommern kommt knapp weiter, wirft Sachsen-Anhalt raus aus dem Wettbewerb. Dadurch ist Petersen raus, der aktuell Vierter war bei den Top-Torschützen. Bin ich mal auch sehr gespannt, wer das Ding am Ende gewinnt. Aber da haben natürlich Spieler, die länger im Turnier dabei sind, größere, bessere Chancen. Schleswig-Holstein gegen Berlin. Ich tippe ja auf Berlin und die machen das. 3:0, klare Geschichte. Die stehen also im Halbfinale und ich denke, das wird auch
auch NRW tun, indem sie jetzt einfach Hessen schlagen. NRW gegen Hessen, 2:1. Jetzt sind sie doch endlich mal angekommen im Turnier. Wobei, verloren haben sie bis jetzt auch noch kein Spiel. Der Top-Favorit NRW geht ins Halbfinale rein. Ich denke, Baden-Württemberg wird ihnen da folgen. Das Saarland sollte keine Chance haben gegen Gnabry, gegen Timo Werner, 2:1. Roselu haben sie ja auch noch. Der ist tatsächlich in Baden-Württemberg geboren. Außer ich habe da einen ganz, ganz schlimmen Fehler gemacht. Aber das heißt jetzt, im Halbfinale trifft Mecklenburg-Vorpommern auf Berlin. Und ich würde fast sagen, jetzt ist das vorgezogene Finale Nordrhein-Westfalen versus Baden-Württemberg. Das kommt dann als zweites. Erstmal Mecklenburg-Vorpommern gegen Berlin. Echt heftig, wie weit Mecklenburg-Vorpommern hier gekommen ist. Aber ich denke mal, das liegt halt vor allem an einem gewissen Toni Kroos mit seiner 88er Gesamtstärke. Hier ist jetzt aber Schluss. Berlin zieht ins Finale ein. Ich habe ja direkt gesagt, die haben echt viele gute Spieler. Vor allem in der Abwehr sind sie sehr, sehr gut aufgestellt. Und damit kommen sie rein ins Finale. Die Frage ist, auf wen treffen sie da? Wir sehen ja nicht umsonst Goretzka und Kimmich, die besten deutschen zentralen Mittelfeldspieler. Die kommen einfach aus Baden-Württemberg und natürlich aus NRW. Beziehungsweise andersrum, also links ist NRW, rechts Baden-Württemberg. Ich bin sehr gespannt, wer sich da durchsetzen kann. Aber es wäre was, bitte. Ey, ich habe komplett mit dem Gegenteil gerechnet. Ich wollte gerade sagen, es wäre eine dicke, fette Überraschung, wenn Baden-Württemberg hier weiterkommt. Ich meine, die haben so krasse Keeper bei NRW, aber Baden-Württemberg gewinnt mit 3:0. Klare Geschichte. Werner, Çalhanoğlu und Grifo sorgen dafür den Sieg. Das heißt, wir haben ein Finale im Bundesclash. Das tragen Berlin und Baden-Württemberg aus. Jetzt entscheidet sich's also. Wer gewinnt den Bundesclash? Welches Bundesland hat die besten Fußballer in ganz Deutschland? Ist es Berlin oder ist es doch Baden-Württemberg? Klare Geschichte. 4:1. Sie spazieren erst durchs Halbfinale und jetzt auch noch durchs Finale. Wir können Baden-Württemberg hier zum Sieger küren. Ja, und ich weiß, es ist nur FIFA. Nehmt's nicht so ernst. Am Ende des Tages geht's einfach darum, dass wir gemeinsam ein bisschen Spaß haben. Also fühlt euch jetzt nicht persönlich angegriffen, wenn euer Bundesland hier nicht gewonnen hat. Am Ende kann es nur einen Sieger geben und das ist Baden-Württemberg, die sich hier ziemlich entspannt aus der Affäre gezogen haben, ne? Die Frage ist, haben die auch den Top-Torschützen in ihren Reihen? Und das haben die tatsächlich nicht, denn da haben wir Weiland aus Mecklenburg-Vorpommern, 4 Toren. 4 Tore hat außerdem noch Guy Amera von Sepsi, also von Berlin. Und dann noch Leroy Sané, NRW. Bester Vorlagengeber Toni Kroos natürlich mit dabei. Aber da gibt es viele mit 2 Vorlagen. Am häufigsten ohne Gegentor blieb Baumann vom späteren Sieger Baden-Württemberg. Also wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare rein, aus welchem Bundesland ihr kommt. Gibt es vielleicht noch andere Statistiken hier? Genau, Spieler des Turniers. Und hier sehen wir ja Kimmich. Der war natürlich Kapitän bei Baden-Württemberg. Leroy Sané wurde zum Spieler des Turniers gekürt. Ansonsten ist hier aber nichts mehr wirklich Interessantes. Ich finde, das war eine richtig, richtig nice Geschichte hier. Eine absolut geile Idee. Danke dafür, kommt ihr aus der Community. Wenn ihr weiter solches Zeug habt, schreibt es in die Kommentare rein. Ich finde, das war richtig, richtig nice heute. Deshalb lasst unbedingt einen Daumen da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Bernie. Also ich habe es wirklich komplett gefühlt. Und ich glaube, es war so auch besser als mit dem Ligensystem. Ich denke, ein Ligensystem ist vielleicht ein Ticken fairer, aber ist halt bei weitem nicht so spannend zuzuschauen. Letztes Video ist übrigens hier und darunter noch ein anderes Video.